But now they tell me I switched up. Take this backwood to the face, then grab my cup. Shawty say she coming through, she on her way to fuck. It's a lot of lust, not a lot of love. Yo Leute, was geht ab? Die Funkeltuse mit dem Glitzerarsch ist wieder am Start und wir gehen direkt Hilde Tower. Nein, 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 ich schieß dir jetzt ins Bein. Nein, 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 und du bist tot. Gebäude sanieren, Straßen reparieren, Mitarbeiter schlagen, weil mich jeden Tag blamieren. Junge, wie lange brauche ich für eine Brücke? Erstmal Wodjitschka gönnen. Водочка, водочка, очень-очень нравится. Все ее не перепить, но мы постараемся. Vorhin beim Kiste öffnen habe ich zu Double L rüber geschaut und habe ich irgendwas Lilanes gefunden. Wenn das eine Ska ist, dann, keine Ahnung, dann gehe ich raus und trete meinen Mülleimer. Leute, das mit dem Mülleimer kommt noch, aber zuerst polieren wir ein paar Helme. Let's go! Der Arme, den musste man nur angucken und der stirbt schon. Junge, Alter, will der mich verarschen? Ist das ApoRed oder was? Der versteckt sich so gut wie in seinen 24-Stunden-Videos. Ich suche den seit einer halben Stunde und dann prankt er mich noch mit seiner Drecksfalle. Junge. Du kleiner Go-Mann. Wake me up before you go. Boy, that escalated quickly. Also ich habe jetzt beschlossen, auf ApoRed zu scheißen und mir den Schlürfsaft da oben zu holen, der da auf diesem einen Haus. Junge, Junge, nicht mal 2 Sekunden bin ich auf dem Boden, ich muss schon Baustelle machen. Schlagen, weil mich jeden Tag blamieren, aber ich liebe meine Arbeit, Mädchen, kannst du glauben, also guck nicht so bei mir mit deinen hässlichen Augen. Baustelle kann ich auf jeden Fall sehr gut, für einen Schlürfsaft verbaue ich mich da und komme da fast nicht hoch. Und der Typ, wo ist der eigentlich, Alter? Ah, Busfahrer, okay, komm her. Wärst du lieber in deinen verranzten Bus eingestiegen und wärst weitergefahren. So Leute, ich habe eine gute Idee und zwar machen wir ApoRed mit Feuer unterm Arsch mit C4. Let's go! Gut, dass das so viel gebracht hat und ich jetzt 59 Kills gemacht habe. Ui, wen haben wir denn da? Boom, 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 boom. Ska auf dein Head. Ska auf dein Head. Ich geb dir einen Headshot. Junge. Sowas fuckt mich wieder ab, der Typ ist so lowlife und dann muss ich hinrennen und ihn pushen. Perfekt, noch so ein ApoRed, der denkt hier, wir machen gerade eine 24-Stunden-Challenge. Ganz ehrlich, die wollen mich doch wohl alle verarschen. Ich ziehe dem Typen zweimal die Hälfte seines Lebens ab und dann verkämmt er sich irgendwo so in einem Busch. Hoffentlich ertrinkt er im Loot Lake. Nee, ganz ehrlich, ich spiele jetzt auch so. Wisst ihr, was mir jetzt noch einfällt? Und zwar muss ich noch die Sache mit meinem Mülleimer machen, weil ich gesagt habe, wenn da eine Scar liegt, trete ich meinen Mülleimer. Und ich verkämpfe mich jetzt einfach hier in der Hoffnung, dass niemand hier reinkommt. Dann trete ich kurz meinen Mülleimer. Okay, was habe ich verpasst? Nice, ich lebe einfach noch, easy. Vor mir ist einfach einer, der checkt absolut gar nichts. Der checkt nicht mal, dass ich hier drin bin und nehme eine scheiß Toilette chill oder so. Ey. Gebäude sanieren, Straße reparieren, Mitarbeiter schlagen, weil beruhig dich! Junge, der macht richtig Baustelle, der übertreibt ja mal absolut. Junge, Alter. Von Süden bis Norden, alle meine Leute arbeiten für mich. Komm, schrott sich sein Head weg, Alter. Komm her, komm. Ich hab schon ein bisschen Struggle. Yo, 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 der kommt einfach mit Raketenwerfer und ich überlebe das. Yo. Erstmal Verbände drücken.
Wenn ich jetzt gewinne, ist es der unverdienteste Sieg auf der ganzen Welt. Ich meine, ich camp, ich bin rausgegangen, hab meinen Mülleimer getreten, ich habe überlebt und das ist schon krass. Fuck. Da ist er, 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 komm, 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 komm. Ja, Mann! Wieso habe ich gerade an mein Mikrofon gepustet? Keine Ahnung warum, aber Junge, ich habe einfach gewonnen. Mit 5 Kills. Mit so einer Drecksrunde. Let's go. Let's go. Ich habe euch verarscht. Ich bin eigentlich gar nicht Isle of Chicken 46, sondern I Hate Chicken 1.375.999. Und es ist sogar kein epischer Sieg, sondern das ist alles nur Illusion. Das heißt, ihr werdet dieses Video liken oder ihr kriegt nie wieder einen epischen Sieg. Yo Leute, was geht ab? Der 5000 Euro Skin ist am Start. Wir gehen erstmal Lonely Lodge, weil ich dann noch 7 Kisten öffnen muss. Zum Glück hat die Shotgun 33 Schaden gemacht, sonst hätte ich ihn nicht gekillt. Leg dich niemals mit dem 5000 Euro Skin an, mein Freund. Gebäude sanieren, Straßen reparieren, Mitarbeiter schlagen, weil mich jeden Tag blamieren. Die Zone prankt mich mal wieder mehr als die Prank Bros. Was geht ab? Ich bin Marvin! Pull the trigger! Maybe. You should pull the fucking trigger. Pull the trigger! Ain't nobody gonna do for you. Pull the trigger! Ja, Mann, ich bin so gut. Ich höre eine Kiste. Bauarbeiter! Gebäude sanieren! Opa Joppa! Nehmt eure Rucksäcke in die Hand, packt genügend Bodies ein und let's go, wir müssen nämlich zur anderen Seite der Map laufen. 5, 4, 3, 2, 1! We're going on a trip in our favorite rocket ship. Zooming through the sky, little lights not on. Climb aboard, get ready to explore. There's so much to find, little lights not on. We're going on a mission, start the countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Nice, Mann, jetzt klebt mir nicht nur die Zone am Arsch, sondern ich bin auch lowlife. I'm running out of time. Heilung. Heilung. I need a doctor, doctor, to bring me back to the Schlachtfeld. So, meine Freunde, wir haben wieder eine Gegner gesichtet und ganz kleine Lifehack. Wenn du Gegner gesichtet hast, renn einfach zu ihm und gib ihm Headshot und er ist tot. Wieso hat so ein Noob wieder so einen krassen Loot, Alter? Gönn dir mal, was der hat. Medikit, Medikit, irgendwelche Raketenwerfer, Sniper, alles mögliche. Leute, der Rasurparat ist rasurbereit. Wir werden dem Typen jetzt erstmal seine 3 Sackhaare abrasieren. Ober, ne? Ah, du wählst dich hier meinem Loot, Digga. Nu, nu, nu. Ja, lieber Shazdam, Babaschke. Irgendwie habe ich jetzt ein bisschen Durst. Водочка, водочка, очень-очень нравится. Всю ее не перепить, но мы постараемся. Водочка, водочка, льется из бутылочки. Ja, вообще-вообще, напиться, komm, wir gehen los. Kann mir einer sagen, warum die Scheißzone in Shifty ist? Der kann halt wirklich überall sein. Der könnte überall sein. Das sind solche Camper, die hier jetzt rumchillen und campen. Guck mal, hier liegt noch irgend so eine scheiß Minigun, die kein Mensch haben will. Hallo Leute, heute zeige ich euch in Fortnite, wie ihr Noobs abfucken könnt. Ihr müsst einfach mit Raketenwerfer oder Scar auf die erste Treppe schießen, denn sie haben so eine Scheiße gebaut, dass alles zusammenkracht. Was ein Noob. Ich glaube, ich muss mal wieder den Müll rausbringen. Boom. Das war's schon. Was ein Noob. Ich piss mir gleich in die Hosen. Ich hab hier so Angst, weil die könnten halt überall sein. Jetzt renne ich hier rum, dann kommt einer so von hinten mit einer Schrotze und ich bin weg. Boom. Boom. Your sister sagt, dass ich gewonnen hab. Oh.
Auf jeden Fall, Leute, das war's mit dem Video. Danke an jeden, der bis hierhin geguckt hat. Danke an jeden, der das Video liked. Schafft mir die 7 Likes, also es wäre eine heftige Aktion. Und ich muss mich mal generell bei euch bedanken. In letzter Zeit, wir sind schon fast vor den 100.000 Abonnenten. Keine Ahnung, wenn ich das Video morgen hochlade, vielleicht sind es dann schon 100.000 Abonnenten. Digga, einfach großes Danke an euch. Ich habe die heftigste Community auf der ganzen Welt. Also echt, wirklich. Und danke auch an die ganzen Spenden im Livestream. Wir haben auch solche kranken Leute, also krank positiv, die über 400 Euro spenden, über 100 Euro hier. Tom Kaiser, der hat über 400 Euro, glaube ich, schon gespendet. Und dieser Julian gestern, beziehungsweise vorgestern, der hat auch schon über 100 Euro an einem Tag gespendet. Also nochmal großes Danke an euch und einfach heftig. Und Entschuldigung, dass das Video nicht gestern gekommen ist, aber ich habe eine heftige Heuschnupfenallergie und ja, das ist nicht mehr witzig. Augen jucken, Popo juckt, Nase ist voll und läuft und ja, Entschuldigung. With the